Für mich ist der größte Luxus im Urlaub, wenn man in der Natur ist, dabei gleichzeitig noch was erleben kann und wirklich seine Ruhe hat und wenig Menschen um sich herum. Deswegen checke ich für uns mal Kajakfahren aus, denn ich glaube, gerade haben richtig viele Bock, einfach aufs Wasser zu gehen und sich dabei noch zu bewegen. Ich finde es hier gerade so traumhaft schön. Ganz friedlich einfach. Ich mache das Ganze aber nicht alleine, sondern mit Gregor zusammen, dem Kameramann, und Daniel, dem Redakteur. 2 Tage ganz spontan Urlaub. Wir gucken wirklich nur, was auf uns zukommt und was wir da erleben können. Wow. Mal sehen, ob es unter 100 Euro klappt, ob meine Kraft ausreicht, weil für meine Bizeps bin ich nicht bekannt. Ja. Oh, ich finde es jetzt schon anstrengend. Und ob es wirklich so geil ist und erholsam, ich weiß ja noch nicht. Aber ich freue mich drauf. Mecklenburgische Seenplatte, ich komme! Die Seenplatte liegt übrigens rund 100 Kilometer nördlich von Berlin und gilt als Paradies für Hausbooturlaub und Kajakcamping. Viele Campingplätze haben eigene Bootsstege. Das Wasser ist ruhig, also ideal für Kajak-Newbies wie mich. Und Boote gibt's überall zu leihen. Zum Beispiel hier. Hallo! Hi, Nadine. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Ich bekomme hier heute mein Kajak, habe ich gehört. Bist du schon mal Kajak gefahren? Nee, noch nie. Super. Aber das kriegen wir hin. Warum sagst du super? Ist schwierig? Kajakfahren oder Kanufahren ist eine einfache Grundsportart, also nicht vergleichbar mit Fahrradfahren oder sowas. Im Einer-Kajak bist du unterwegs und da ist es halt so, dass du aufpassen musst beim Ein- und Aussteigen. Wenn du erstmal im Boot sitzt, ist das Boot sicher. Ja, okay. Klingt gut, aber jetzt will ich endlich mein Boot haben. Ein Einer-Kajak. Oh, weißt du, was ich mir jetzt schon denke? Ich habe nicht viel Gepäck, aber mal sehen, ob ich das überhaupt reinkriege. Ne? Ich habe mir den Stauraum beim Packen irgendwie größer vorgestellt. Das hier muss alles rein. Meine Klamotten, Essen, Schlafsack, Isomatte, Zelt, Gaskocher und Geschirr. Na, das Boot hat 110 Liter Volumen. Wir können ja mal reinschauen. Das Boot hat ja so eine Torpedoform. Und du packst einfach dein ganzes Gepäck rein. Wir schützen es durch Packsäcke. Vorne hast du auch noch einen Stauraum. Und ich mache hier so eine Sachen rein. Lebensmittel, Kochzeug, meine Waschtasche. Denn ich möchte nicht, dass mir Honig so durch die Klamotten läuft oder sowas. Ah, okay. Oder manche dann haben ja Spiritus mit. Dann trennst du so ein bisschen mit. Essen und Klamotten. Ich. Challenge accepted. Ich bekomme noch wasserdichte Packsäcke und einen Spritzschutz, damit die Beine trocken bleiben. Und dann geht's los. Daniel und Gregor packen ihr Zeug in ein offenes Kanu. Meine Sachen muss ich aber alle bei mir reinkriegen. Hat ja schließlich nicht jeder ein Kamerateam dabei. Hier vorne meintest du ja, ist Essen gut, ne? Ja, da passt sogar noch rein. Und zwar Isomatte, Gaskocher und Geschirr. So, das würde ich sagen, ist gut voll. Jetzt noch Klamotten, Zelt und 2 Schlafsäcke. Denn ihr wisst ja, ich bin eine Frostbeule. Und nachts sollen es nur um die 0 Grad werden. Und so. Ich könnte jetzt wirklich alleine auch ohne das Team los. Ich habe hier drinne 2 Schlafsäcke, ein Zelt. Essen, sogar für 3 Leute. Noch so ein paar Camping-Equipment-Sachen wie so eine Lampe und ein Handtuch. Also ich könnte jetzt hier los. Zahlen muss ich noch. Alles zusammen soll weniger als 100 Euro kosten. Du hast eine Schwimmweste, ein Paddel, 3 Packsäcke. Nee, 4 schon. Hast du, du hast einen Spritzschutz und eine Kartentasche. Das Einer-Kajak kostet 55 Euro. Ja. Und die Wasserwanderkarte kostet 6,90 Euro. Okay. Am Ende unserer Tour holt Tobias uns und die Boote ab. Kosten 40 Euro. Das teilen wir durch 3. Also nochmal rund 13 Euro für mich. Derzeit bin ich also bei rund 75 Euro. Und dann kommt ja noch der Campingplatz für eine Nacht dazu. Kann losgehen. Aber ein Ziel wäre noch ganz gut. Ich frage Tobias. Guck mal, wir sind hier oberhalb vom Campingplatz Leppinsee. Du würdest jetzt aufbrechen, fährst über Granzow bis nach Miro zur Fischerei. Dort haltet ihr erstmal an, nach 2,5 Paddelstunden, esst vielleicht ein Fischbrötchen. Und hier findet man ja alle 1,5 Paddelstunden Campingplätze. Und da suchst du dir einfach einen aus.
Die Campingplätze brauchst du nicht vorreservieren. Im Optimalfall fahrt ihr bis zum Campingplatz am Zotzensee heute. Und warum empfiehlst du mir diesen Campingplatz? Ich möchte ganz viel Natur. Ist der so ein bisschen so nature-mäßig? Das ist auf jeden Fall ein kleiner Campingplatz, der ist idyllisch. Sehr schön. Ja, und der ist auch auf Wasserwanderer eingestellt, wie fast jeder Campingplatz hier. Okay. Dann kannst du hier dein Nachtlager aufschlagen und am nächsten Tag, nach dem Frühstück, würdet ihr aufbrechen und noch bis zur Fledermühle fahren. Hier ist eine Umtragestelle. Ich muss mein Kajak also über Land tragen. Ob ich das alleine schaffe? Hier hast du nochmal einen Biergarten. Und ihr würdet dann in den Rezi reinfahren und einfach so weit fahren, wie ihr kommt. Ah, das ist schön. Alles klar, machen wir so. Am Rezsee soll Tobias uns morgen Nachmittag abholen. Jetzt geht's gleich aufs Wasser. Richtig. Kurze Technikeinweisung. Das ist hier unser Doppelpaddel. Bei einer Paddelgrundstellung hast du das Paddel ungefähr in Brusthöhe. Ja. Du stichst auf der rechten Seite ein. Die linke Hand habe ich locker. Ja. Und erst wenn ich auf der linken Seite paddeln möchte, dann halte ich das fest und steche auf der linken Seite ein. Als Tipp für dich, achte mal darauf, dass du wenig mit den Händen machst und viel mit dem Oberkörper und dem Rumpf. Weil viele denken beim Paddeln, oh, da fallen mir ja die Arme ab. Mhm. Wenn dir die Arme abfallen, dann hast du was falsch gemacht. Kann ich mal hier, probieren? Mach mal. Ja, klar. Also. Ja, du hast es ein bisschen zu hoch, ein bisschen weiter runter musst du, genau. Ja. Oh, ich find's jetzt schon anstrengend. Naja, wird schon schief gehen. Spritzschutz an und endlich aufs Wasser. Ja, super. Wir könnten von hinten noch ein bisschen helfen. Yay! Tschüss! Wackel mal mit den Hüften, was hast du für ein Gefühl? Mit den, ja! Ach krass! Die Hände ein bisschen weiter auseinander, genau. Geil! Läuft. Aber eine Frage hätte ich noch. Was mache ich denn im Fall der Fälle, wenn ich kentere? Nehmen wir mal an, du würdest tatsächlich reingefallen sein. Ja, das mag ich gar nicht. Dann schiebst du dich automatisch aus dem Boot raus und der Spritzschutz würde auch automatisch abgehen. Okay. Du drückst das Boot einfach von dir weg und bist draußen und weißt gar nicht, wie es passiert ist. Das wäre auf jeden Fall saukalt. Das Wasser hat nur 10 Grad. Meine Schwimmweste würde mich retten. Damit würde ich es bis ans Ufer schaffen und Tobi anrufen. Tobias, vielen Dank. Wir sehen uns morgen. Tschüss! Wenn die Sonne rauskommt, ist es besonders schön. Wir sind auf dem Weg zur Fischerei zum späten Mittagessen. Nur, wie kommen wir da überhaupt hin? Ja, aber da kommen wir nicht weiter. Kleines Problem, schlechter Empfang. Also kein Navigieren via Smartphone. Und im Kartenlesen bin ich echt schlecht, weil einfach zu ungeduldig. Also meine Taktik ist, ganz wenig auf die Karte schauen, weil ich glaube, da mache ich eher Fehler, wenn ich mich da verlese. Deswegen, weil es immer nur geradeaus geht, gucke ich einfach, wo es Schilf aufhört, wo es Lücken gibt und da immer durch. Auf dem Wasser erkennt man weniger, als ich dachte. Ich dachte, dass da ein Loch ist. Und, ist da ein Loch? Nee. Ach. Deswegen glaube ich immer geradeaus und dann links. Ah ja. Ich kann, wenn ihr wollt, auch mal auf die Karte gucken. Es gibt in der Mitte eine Insel. Sind wir erst da? Die Karte sagt geradeaus und links. Zum Fischer ist noch 3 Mündungen. 3 Mündungen und 2 Gänse links. Guck mal! Ich hab's! Da ist wieder ein Ja da hinten, ne? Ja. Dieses ganze Kartenlesen, ich halte das für überbewertet. Das Gute an unserem Urlaub ist, es ist hier ein spontaner Urlaub. Das heißt, wenn wir am Schluss zu einem anderen Fischer kommen, ist auch top. Und außerdem, hier ist ja auch wirklich der Weg das Ziel. Und da ist er, der Fischer in Miro. Jetzt muss ich nur noch irgendwie aus dem Kajak raus. So. Da ist es halt so, dass du aufpassen musst beim Ein- und Aussteigen. So, hab's geschafft. Da
das was. So, hier gibt es frischen Fisch und da schaue ich jetzt mal rein und dann gibt es hier gemütlich Mittag. Nicht groß mit noch irgendwo hinfahren, hinlaufen. Wir konnten bis hierher fahren und jetzt gibt es hier Essen. Ist schon geil, ne? Sehr schön. Wir essen Fischbrötchen und Linsensalat. Ist geil. Mhm. Fühlt sich richtig nach Urlaub an. Weiter geht's. Weiter geht's. Wir müssen ja den Campingplatz erreichen und das vor Sonnenuntergang. Das sind noch 4 Kilometer. Doch, doch, klapp. Warte, nicht loslassen. Oh Gott. Da ist der kleine Krebs ins Wasser gefallen. Also, aussteigen ging noch allein. Jetzt war ich froh, dass du mir geholfen hast, Daniel. Und es geht wieder los. Vielleicht auch bald bei euch. Denn Kajakverleihe gibt's mittlerweile in ganz Deutschland. Und wenn ihr wissen wollt, wo es die gibt, könnt ihr einfach mal auf unserem Instagram-Account @pulsreportage nachschauen. Da haben wir euch die mal zusammengeschrieben. Langsam mache ich mir Sorgen, ob wir noch rechtzeitig ankommen. Ich rufe lieber mal beim Campingplatz an. Guten Abend, Nadine Haddad hier. Wir würden heute gerne noch zu Ihnen kommen, um bei Ihnen zu campen. Bis wann können wir denn anreisen? Wir sind mit dem Kajak unterwegs. Ab wann ist niemand mehr da? Das ist keiner mehr da auf dem Zeltplatz. Aber Sie können jetzt direkt unten am Wasser da aufschlagen. Ja, okay, und dann zahlen wir einfach morgen früh. Ja, um 9 ist wieder da. Okay. Spitze. Das klappt. Trotzdem müssen wir uns jetzt beeilen, damit uns die Sonne nicht ausgeht. Oh. 2 Kilometer haben wir noch vor uns. Also langsam merke ich, dass das Paddeln schon anstrengend ist. Ich war ja am Anfang so, ach, easy. Und ich werde schon echt müde. Ich merke meine Arme, ich werde langsamer. Und dann liegt er vor uns. Das ist aber der Naturcampingplatz. Endlich, ich bin platt. Jetzt bloß nicht reinfallen. Warte mal, meine Beine sind halt im Arsch. Wenn ich jetzt rausfalle, dann ist es deinen Weg. So. Oh, geschafft. Ja. Gut, war doch easy. Und jetzt muss mein Kajak raus aus dem Wasser. Alleine würde ich das hier so nicht schaffen. Okay. Eins, zwei, drei. Oh. 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 Stopp! Scheiße, ich habe einen Fehler gemacht. Hast Wenn du das gemacht? Der Tobias sieht. Das muss man davor erst hochmachen. Sorry, Tobias. Ist aber nichts kaputt gegangen. Oh. Boah, das ist schon schwer. Hinten ist auch noch schwerer als vorne. Da habe ich mehr reingelagert. Aua! Pause. Oh. Soll ich dir da übernehmen? Auch das Lastenkanu der Jungs muss an Land. Und dann muss alles raus. Und wir brauchen einen Platz. Eine sehr wichtige Entscheidung. Ich will aufwachen und es aufmachen und dann so aufs Wasser gucken. Deswegen finde ich es hier eigentlich schön. Hier bleiben wir. Wo ist vorne und unten? Das ist eigentlich selbsterklärend. Das ist ja vorne, das heißt, wir müssen uns einmal umdrehen. Keine Ahnung, was dieses für ein Zelt ist, ey. Wollen wir mal gucken, wie das andere ist? Und einfach so kreuz und klein. Nach 14 Kilometer Kajakfahren jetzt noch 3 Zelte aufbauen. Vor lauter Aufbaustress konnten wir noch gar nicht genießen, wie schön es hier eigentlich ist. Ich habe mir das ja eigentlich gewünscht, mitten in der Natur zu sein und so ein Abenteuer. Und bis jetzt geht es ja eigentlich auf. Wir sind heute den ganzen Tag alleine auf dem Wasser gewesen, sind hier gerade angekommen, ganz spontan, können hier einfach pennen, können hier unsere Zelte aufschlagen. Und der Blick hier ist natürlich ein Traum, ne?
Der Ausblick ist zwar ein Träumchen, aber wir haben Hunger. Und da hier alles zu hat, war es gut, dass ich vorher einkaufen war. Ich habe easy eingekauft. Nudeln, Pesto und dann noch so ein paar Snacks. Boah, ich habe so Hunger. Ja, ne? Ja. Hoffentlich klappt das mit dem Gaskocher. Geil. Weg. Ist nicht angegangen. Mach mal. Fast geil. Was machst du? Hör doch an. Ja, jetzt. Komm. Hey, super. Check. Voll, ne? Tada! Nudeln mit Pesto. Schöner Urlaub, hä? Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie gut das jetzt tut. Wir sind glücklich, aber auch verdammt müde. Ich würde jetzt pennen gehen. Ich bin gut durch. Ab ins Zelt. Gute Nacht! Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Guck dir mal diese Aussicht an. Das ist wirklich traumhaft. Das ist wirklich schön. Und das Beste, hier gibt's einen eigenen Weckdienst. Nein, 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 nein. Wow. Nein, Leute, das will ich nicht. Hallo, der kommt auf mich zu. Ja, nein. Nein, du gehst weg. Ich muss mal gucken, wie mein Körper sich anfühlt. Das ist in Ordnung. Mal gucken, wenn ich die erste Paddelbewegung mache, aber das geht. Ich glaube, jetzt erstmal einen Kaffee, einmal aufwachen, einmal klarkommen. Ist da eine Flamme? Beim Breakfast Time. Sollen wir uns so seitlich an den Steg setzen? Ja. Na, das ist doch mal ein Frühstück, oder? Voll. Ah. Hast du Bock jetzt? Ja, jetzt komme ich langsam wieder in Modus. Okay, ab zur Rezeption. Mal schauen, wie viel wir zahlen müssen und ob wir unter unseren 100 Euro bleiben, wie geplant. Hi. Ja, gerne. Dann brauche ich nur die Angabe, wie viele Leute. Drei Zelte, drei Erwachsene. Und wie viele Boote? Zwei. Dann sind wir bei 28,50 €. Ja. Gibt es noch was zurück? Danke. Das finde ich völlig fair. Also es ist unter 10 Euro pro Person. Vielen Dank. Mit Kajak, Abholen und Wasserkarte war ich vorher bei 75 Euro. Jetzt kommen noch mal 59 für den Campingplatz dazu. Mit 84,50 bin ich da voll im Soll. So, und jetzt abbauen und wieder packen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe mehr Gepäck als am Anfang, aber egal, gucken wir gleich mal. Wie soll das wieder alles in mein kleines Kajak passen? Das ist mein Schlafsack. Passt. Perfekt. Super. Das ist eine richtige Scheiße. Kannst du mir bitte helfen, Anja? Perfekt, alles drin. Ready. Oh nein, nicht so schnell! Ja, du spinnst ja. Und dann bin ich wieder ganz schnell mitten in der Natur. Ein ziemlich cooles Gefühl. Nur wir, unsere Boote und das Wasser. Leute, es ist ein anderes Lebensgefühl. Jetzt bin ich back on track. Ich finde es hier gerade so traumhaft schön. Ganz friedlich einfach. Heute ist unser erstes Ziel die Fletermühle zum Mittagessen. Nicht weit von hier. Aber wo noch mal? So. Hier. Wir sind am Mösensee. Wie heißt der See? Mösensee. Messensee. Der Mösensee. So, da sind wir drauf und jetzt fahren wir hier links. Geht's da nach links? Ja, da geht's nach links. Alles klar.
Und da ist sie schon. Wir sind jetzt an der Fledermühle. Hier werden wir jetzt Mittag machen. Das ist ja immer ein bisschen tricky. Ich darf nur nirgendwo hängen bleiben, dann. Perfekt. Ja, wenn man den ganzen Tag auf dem Wasser ist, kann man eigentlich auch den ganzen Tag essen, ne? Und hier kommt gleich die Umtragestelle. Ich habe ja schon beim Ankommen hier gesehen, dass wir nicht direkt weiterfahren können. Das heißt, ich muss das Kajak jetzt rübertragen. So. Perfekt läuft das. So. Clever, oder? Meine Kajak-Gassi-Taktik. Jetzt muss ich mein Kajak umtragen. Aber wie geht das alleine, wenn man es nicht über den Boden schleifen darf? Vorschläge bitte in die Kommis. Packen, tragen, zelten, Kacke, Kajak fahren, geil. Das Tragen macht keinen Spaß, oder? So. Geschafft. Pass auf. Au. Ah. Boah, es ist anstrengend. Oh, ein bisschen, Daniel. Ja, ich bin dabei. Bitte, danke. Oh Gott. Ah. Geschafft. Hier beginnt der Weg zum Reetsee. Danach werden wir von Verleiher Tobias abgeholt. Man könnte auch im Ausland sein, man müsste gar nicht in Deutschland sein. Richtig schön. Jetzt würde mich mal von euch interessieren, hättet ihr mal Lust auf so einen Kajakurlaub oder vielleicht auf eine andere Wassersportart? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Und das ist, glaube ich, das Besondere am Wasserwandern, weil man kommt hier halt wirklich nur mit den Booten her. Man kann hier nicht lang spazieren, man kann hier nicht mit dem Auto herfahren und dadurch ist die Natur halt so unberührt. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft. Der Reetsee. Da ist er! Wir haben ihn erreicht! Unser Ziel nach 2 Tagen Kajakurlaub. In einer halben Stunde holt uns Tobias ab. Wir haben es geschafft. Wir sind am Reetsee angekommen. Yay! Also ich muss sagen, das waren wirklich 2 wunderschöne Tage. Nature pur, komplette Erholung. Und ich habe es als Anfängerin auch geschafft. Also es ist super easy reinzukommen. Und man startet auch direkt mit dem Urlaub. Also sobald man in diesem Ding drin sitzt, fängt der Urlaub eigentlich an. Dann ist es unter 100 Euro möglich, also auch super günstig. Und ja, meine Kraft hat gereicht. Wenn ihr mehr von solchen Reportagen sehen wollt, dann lasst uns hier mal ein Abo da. Mein Kollege Meini hat sich hier mal angeschaut, wie das Leben auf einem Segelschiff ist. Und was ganz wichtig ist, besonders auf dem Wasser, ob im Sommer oder Winter, Sonnenschutz tragen. Das hat sich Ari hier angeschaut. Tschüss!